Wahlkampf 2011, die FDP. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRNM AG und Sie schauen websitemarketing.ch. Wie schon von 4 Jahren habe ich die Websites der Parteien untersucht, die am Wahlkampf mit tun und sie nach folgenden Kriterien beurteilt. Erstens gibt es eine separate Wahlkampfseite. Zweitens haben Sie die Landessprachen vertreten. Wie aktuell ist die Seite? Interaktionsmöglichkeiten, klar, ganz wichtig, die Kandidaten, Themen. Haben man auf SEO geachtet, ist Social Media auch irgendwo vorhanden, gibt es Videomaterial und dann natürlich die Navigation. Das also die Punkte, nach denen ich vorgegangen bin. Nun schauen wir uns die Seite der FDP an. Erstens mal gibt es zu sagen, ich bin hier auf der Hauptseite und habe jetzt die Wahlkampfseite gesucht. Das finde ich dann da ganz rechts und klein und da sieht man schon, der Schwerpunkt liegt ganz sicherlich nicht auf den Wahlen im Oktober. Ich frage mich warum, aber vielleicht kann mir das jemand in den Kommentaren beantworten. Dann komme ich auf die Seite drauf. Es ist also keine separate Seite. Es ist ganz klar eine Unterseite der Startseite mit dem Ordnernamen aus Liebe zur Schweiz. Sprachen sind 2 vertreten, Deutsch und Französisch, das ist okay. Italienisch hat man, auf Italienisch hat man verzichtet, aber der Fulvio Pelli, der kann das ja übersetzen. Dann haben wir nach Aktualität gesucht, vergeblich allerdings auf der Startseite drauf. Da gibt's gar nichts der Wahlkampfseite. Vielleicht die einzige Aktualität sind die neuen Fans, aber das bringt wohl wenig. Interaktionsmöglichkeiten habe ich auch keine gefunden. Es gibt dann allerdings Links auf die verschiedenen Social Media Plattformen. Und wenn ich ganz runter scrolle, komme ich zu einem Blog. Das ist okay, also dort könnte ich wenigstens reagieren, aber der hat natürlich mit dem Wahlkampf dann nicht unbedingt hauptsächlich zu tun, sondern generell mit der Partei. Dann die Themen, das kommt hier, Positionen. Allerdings sind diese auch, wenn ich zurückgehe, hier im mittleren Bereich vertreten. Also da finde ich mich relativ schnell zurecht, das ist okay. SEO-Tauglichkeit, mal kurz schauen, ob dieser Titel hier H1 ist. Ist er nicht, da ist irgendwas Eigenes gebaut worden. Wäre sonst ganz okay, steht wenigstens Wahlen 2011 sicherlich ein Keyword drin. Der Titel oben links, das steht aus Liebe zur Schweiz, sicherlich auch kein Keyword, das man in Verbindung mit dem Wahlkampf bringen würde. Eher mager bis schwach ausgeführt. Dann Social Media Integration, die haben sie dann gleich doppelt gelöst. Da sehen wir nämlich links oben die Facebook-Fans, oh Wunder, 2288 ist ja nicht. Und dann rechts unten gleich nochmals. Schön, dass ihr das zweimal anzeigt, so stolz seid ihr auf die 2000 gut Fans. Dann haben wir die Links hier raus auf die Social Networks. Zum ersten Mal sehe ich jetzt auch einen YouTube-Channel. Dann haben wir hier ganz unten den FDP-TV. Ich gehe mal kurz die Kanäle durch. Es sind also keine Wahlkampfkanäle. Ich würde mal sagen, Twitter-mäßig, die Balance zwischen Followers und Followings, die ist okay. Also man folgt hier auch einigen. Und man schreibt hier auch mehr oder weniger regelmäßig was raus. Mit Link meistens, das ist aber okay. Dann haben wir den Facebook-Account mit dem 2288 Fans, das ist okay, ist auch nicht zum Thema Wahlkampf, würde ich wahrscheinlich auch nicht machen, finde ich besser so. Und hier Aktivitäten wie Umfragen, man nutzt also die Tools von Facebook. Und dann noch der Kanal auf YouTube, da habe ich jetzt irgendwas auf Französisch gerade gefunden, also müsste ich mir jetzt erst mal zurechtfinden, da mischt man also die Sprachen ziemlich bunt. Anzahl Upload-Aufrufe 45.000, das ist ganz okay, das könnte auf jeden Fall schlechter sein. Zurück zur Seite. Video-Integration, da haben wir ein Video gleich auf der Startseite drauf. Der Fulvio Pelli fährt hier mit dem Rad durch die Gegend und erzählt uns seine Geschichte. Das ist auf emotional gemacht, das ist personenbezogen. Das finde ich in Ordnung. Und die Navigation, die ist natürlich dementsprechend mager gelöst, weil sie ja zur Hauptseite gehört. Hier habe ich vielleicht noch Programm, Downloads und dann Wahlkampffilm. Das ist eben der Film, den wir hier schon haben. Also sicherlich nicht die überzeugendste Webseite im Vergleich zu den anderen, vor allem zur SP und zur SVP fallen die hier massiv ab. Vielleicht ein bisschen besser als die CVP-Webseite vom letzten Mal, drum Note 4,25. Das ist mein Verdikt. Würde mich natürlich wie immer in den Kommentaren interessieren, ob ihr das auch so sehen würdet. Mein Name ist Philipp Sauber, ich bin von der IRNM AG und zu Webmarketing.ch geschaut.